Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Best of Musical Moments aus Markneukirchen und FSV Zwickau startet mit 4 Neuzugängen in die Vorbereitung. Tagaktuell, das regionale Abendmagazin. Haben Sie sich dieses Jahr schon mal in nasse Fluten gestürzt? Heute war ja herrlichstes Badewetter und wie es weitergeht, erfahren Sie am Ende der Sendung. Herzlich willkommen. Am vergangenen Donnerstagabend lud das Naturtheater Bad Elster zur großen Best-of-Musical-Gala des Gymnasiums Markneukirchen. Dabei präsentierten das Musical-Ensemble, der Chor und die Musical-Band des Gymnasiums Markneukirchen zusammen mit der Band Brezelbrass, dem Ensemble Hornissimo, der Kursächsischen Philharmonie und deren Chor- und Streichersolisten unter der musikalischen Leitung von Sebastian Wildgrube ein fetziges Sommerspektakel. Ja, vielen Dank und recht herzlich willkommen, liebe Gäste hier im Naturtheater in Bad Elster zu unseren Musical Moments. Auch wenn die Temperaturen nicht wirklich sommerlich waren, fanden eine Menge Besucher den Weg zum und in das Naturtheater Bad Elster. So ein Programm wollte man sich nicht entgehen lassen. Seit 2004 komponiert und arrangiert Sebastian Wildgrube die Musik für die beliebten Markneukirchener Musicals in Koproduktion mit dem König-Albert-Theater. Entstanden sind dabei begeisternde Nummern wie Die Augen des Siegers, Prinzessin Anastasia oder Land in Sicht. Vor 2 Jahren hatte er die Idee, alle selbstgeschriebenen Musical-Lieder konzertant aufzuführen. Da habe ich mir dann wirklich mein Wunschensemble zusammengesucht, die besten Musiker hier aus der Region, aus verschiedenen Gruppen, den Chor der Kursächsischen Philharmonie und den großen Chor des Gymnasiums Markneukirchen gemeinsam und dann die ausgewähltesten Solisten aus den letzten 25 Jahren Musicalgeschichte. Wird ein ganz großer Querschnitt geboten, nämlich vom ersten Musical beginnend, 1994, Die Rapper gegen Elvis, bis jetzt zum aktuellsten Musical, was jetzt erst aufgeführt werden wird oder uraufgeführt werden wird, im Herbst, nämlich Criminal Tango. Beziehungsweise ist es ja eine Wiederaufnahme, die Uraufführung war 2002 und wir machen jetzt eine Neuinszenierung davon. Und aus diesen 30 Jahren Musicalgeschichte werden die schönsten Lieder erklingen, die schönsten Eigenkompositionen. Jetzt geht's los, gewissermaßen mit dem Opener aus Criminal Tango. Willkommen in der Freiheit. Dazu viel Spaß. Gab es ein Wiedersehen mit vielen Mitwirkenden aus über 25 Jahren Musical. Das Zusammenbringen war sicher nicht ganz einfach, oder? Ja, da haben wir eigentlich noch ganz gute Kontakte, ganz guten Draht. Und da klingelt man dann mal durch, beziehungsweise heutzutage schreibt man einfach WhatsApp und dann sagen ganz viele aus der alten Zeit einfach, sie hätten wieder Lust, sie würden gerne wieder mitmachen und dann sind sie wieder da. Klingt ganz einfach. Klingt ganz einfach, aber weil es wirklich eben ein sehr guter Draht ist, ein sehr gutes Verhältnis zu ganz vielen von früher, auch zu meinen Mitschülern aus meiner Zeit, geht es wirklich relativ spontan und relativ gut. Und es sagen eigentlich auch alle, sie haben Lust drauf, wollen gern mitmachen. Was schief gehen kann, mein Freund, ging schief ihr Optimisten sein. Was schief gehen kann, mein Freund, ging schief, weil das in der Schule.
sechs Lieder lassen. Denn ich bin stets das arme Schwein. Und wenn man in allen Ländern voll Hoffnung auf das Ende sieht, weiß ich, ich kann's doch auch nicht ändern. Schon längst, dass wieder nichts geschieht, was schief gehen kann. Ihr seid ja schon alle da. Ich glaube, ich spinne. Oder ist das ein Traum? Ey, du da, kneif mich mal. Aua! Kein Traum. Ich bin ein Faultier mit Phoenix Knie. Ich lade sie ein, wir machen Gigi, denn ich liebe sie. Ich bin ein Faultier. Also jetzt für dieses Konzert haben wir ungefähr jetzt seit Anfang diesen Jahres geprobt. Somit kann man sagen, Einstudierungszeit von einem halben Jahr. Wobei ja das aktuelle Musical jetzt wieder deutlich länger geprobt wird. Da ist jetzt die Probenzeit anderthalbes Jahr ungefähr. Da geht es ja aber dann nicht nur um das Konzertante, sondern da geht es ja dann wirklich um Tanz, um Gesang, um Bühnenbildentwurf und um die ganzen Bereiche halt, die das Musicaltheater umfasst. Das Best-of stammt jetzt heute, so wie es aufgeführt wird, zum großen Teil aus meiner Feder. Einfach aus dem Grund heraus, weil ich jetzt seit 20 Jahren fürs Gymnasium Markneukirchen als Arrangeur tätig bin und als Komponist und somit aus in den Musicals der letzten 20 Jahre gewissermaßen die meisten Titel selber komponiert habe. Sebastian Wildgrube ist ein Multitalent. Moderieren kann er auch und das sehr unterhaltsam. Ein Handy-Klingeln nimmt er mit Humor. Diesen Titel mitsingt. Telefon. Geh dann an. Wenn es meine Nachbarin ist, ich soll noch ein Stück Butter mitbringen für mich für morgen. Ne? Das Publikum hatte an diesem Abend viel Gelegenheit zum Lachen. Ob bei der Moderation oder der Musik. Ein wirklich buntes Programm, denn es gab auch ruhige Töne. Und die Mitwirkenden auf der Bühne hatten einen schönen Abend. Auch die Veranstalter waren zufrieden. Ein toller Abend hier in der Pause bei unserem großen Musical-Gala des Gymnasiums Markneukirchen. Volles Haus, bestes Wetter, so kann es im Sommer weitergehen. Ich freue mich schon auf die nächsten Termine, die anstehen hier in Bad Elster. Maggie Reilly kommt zum Beispiel, es gibt die Oper Carmen, Gregor Meile wird hier sein, die Prinzen werden kommen. Es gibt die Manfred Mann's Earth Band, großer Klassiker.
Klassikrock hier in diesem wunderschönen Naturtheater, aber auch natürlich Weltstar Christe Birk im August, der uns beehren wird. Das kalte Herz steht auf dem Spielplan. Paul Panzer wird komödienhaft hier durch die wundervollen Wälder streifen. Und natürlich ist für jeden noch was dabei. Sichern Sie sich jetzt die letzten Resttickets, denn die Saison ist schon fast ausgebucht. Ende Mai sollte im Rahmen der Mobilitätswoche und als Abschluss des Zwickauer Stadtradelns eine Einwohnerversammlung auf Rädern mit der Oberbürgermeisterin Konstanze Arn stattfinden. Leider musste diese aufgrund schlechten Wetters kurzfristig abgesagt werden. Nun gibt es einen Nachholtermin. Am Mittwoch, 26. Juni, können am Stadtgeschehen Interessierte gemeinsam mit der Oberbürgermeisterin aufs Fahrrad steigen und an einer informativen Rundtour durchs Zwickauer Stadtgebiet teilnehmen. Die Einwohnerversammlung auf Rädern führt auf einer ca. 9 Kilometer langen Strecke entlang der Mulde nach Pölbitz und durch die Nordvorstadt wieder zurück in die Stadt. Startpunkt 1 ist 17 Uhr am Kaufland Äußere Dresdner Straße und Startpunkt 2 ist die Paradiesbrücke ab ca. 17.15 Uhr. Alle weiteren Informationen zur Strecke und den Teilnahmebedingungen finden Sie auch noch einmal auf der Webseite der Stadt Zwickau. Werbung. Wow, so einfach ist das. Eine richtig tolle Wohnung und eine Ausstattung, die wir aussuchen konnten. Genau die Küche, die tollen Fliesen an der Wand, eine richtig schöne Dusche. Und das nur für ein paar Euro mehr im Monat. Wenn alles so einfach wäre, dann müsste sich die Steuererklärung selber ausfüllen, es nie mehr Bad Hair Days geben, Kaffee nie kalt werden, man nur nette Verwandte haben und immer Grünphasen auf dem Weg. Man müsste sich beamen können und Zeitreisen wären möglich. Wow. Sie müssen nur noch unterschreiben. Bestimme deine Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Eigentlich könnte ich diese Übung auch zu Hause machen, aber an den Geräten ist es viel effektiver. Tanzen bedeutet für mich Lebensfreude. Manche Drehungen oder Körperhaltungen können sich schmerzhaft auf die Gelenke auswirken. Das habe ich im vergangenen Jahr öfters gespürt. Ich bin schon Anfang 60. Und dann hat mich mein Tanzpartner mit einer Flasche Rosaxan überrascht. Seitdem ich die regelmäßig einnehme, kann ich wieder unbeschwert tanzen. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Die vorerst letzten Tage in den Kunstsammlungen Zwickau-Max-Pechstein-Museum sind angebrochen. Danach wird das Haus ab dem 1. Juli für mindestens 4 Jahre aufgrund von umfassenden Sanierungen geschlossen. Zum Abschied wird es ein Kunstfest im idyllischen Garten geben. Gemeinsam möchte man am Sonntag, dem 30. Juni von 11.30 Uhr bis 17 Uhr einen schönen Sommertag mit einem ansprechenden Programm verbringen. Der Eintritt ist frei. Auf die Kunstsammlungen verzichten muss man jedoch nicht.
Ab 25. Januar 2025 zeigt sich die Galerie am Domhof als Zwischenraum für die Kunstsammlungen und öffnet für Besucher ihre Türen. Der regionale Sport wird Ihnen präsentiert von Hofmann Metall, Ihr Experte für Ressourcenrückgewinnung. Blicken wir ein Jahr zurück, so waren es recht turbulente Zeiten beim FSV Zwickau. Gerade in die Regionalliga abgestiegen sind lediglich 4 Spieler des Kaders der damaligen dritten Liga übrig geblieben. Der Verein stand zum damaligen Zeitpunkt vor großen Herausforderungen. Schlussendlich hat man einen recht jungen Kader zusammengestellt, der es dann in der Spielzeit 23/24 bereits vorzeitig geschafft hat, das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen. Nun hatten die Jungs 4 Wochen Verschnaufpause und sind am gestrigen Abend in die Vorbereitungsphase gestartet. Pünktlich um 18.30 Uhr war es dann soweit. Die Spieler und Trainer kamen hochmotiviert aus der Kabine. Einer der ersten mit einem Strahlen im Gesicht war Yannick Vogt. Ja, Yannick, es geht wieder los. Wie habt ihr den Sommer verbracht? Erholsam. Also wir haben natürlich dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt dann was bekommen von den Trainern, eine gut gemeinte Hilfestellung, dass wir jetzt nicht ganz von null wieder in die Vorbereitung reingehen. Aber an sich stand jetzt erstmal die erste Woche erstmal komplett Erholung an und dann hat man die Zeit mit der Familie genossen. Und jetzt geht's wieder los. Aber ihr freut euch, ihr habt richtig Bock, wieder Fußball zu spielen. Na klar, wir sind hungrig, wir haben uns für die Saison auch einiges vorgenommen und da gilt es heute einen guten Grundstein zu legen. Der erste Grundstein wurde schon gelegt, indem man weitestgehend die komplette Mannschaft zusammenhalten konnte. Lediglich 3 Abgänge hat das Team zu verzeichnen. Da kann auch der Sportdirektor zuversichtlich in die neue Saison gehen. Es geht wieder los, aber das heißt nicht, dass in den zurückliegenden Tagen und Wochen ihr nichts zu tun hattet. Wie sieht es aktuell aus? Wie ist der Kader aufgestellt? Was hast du für ein Gefühl? Deutlich besseres als letztes Jahr um die Zeit. Wir freuen uns, dass wir jetzt 20 Feldspieler und 3 Torhüter begrüßen dürfen. Davon haben wir letztes Jahr um die Zeit wirklich träumen können. Wir freuen uns, dass der Kader weitestgehend zusammengeblieben ist und dass wir schon auch gezielt, so wie wir es wollten, uns auch verstärken konnten. Konkret zu den Neuzugängen, was gibt es da zu sagen? Ja, sicherlich ist uns gelungen, mit Andrei Starzew einen sehr erfahrenen Spieler für die Liga für uns zu gewinnen. Ist sehr, sehr gut ausgebildet, hat auch in Erfurt eine Führungsposition inne, ist so der Aggressive Leader, der vor der Abwehr spielen soll und von ihm erhoffen wir uns eine ganze Menge. Zu unseren 3 jungen Spielern, die wir dazu geholt haben, dem Felix Pilger, den Lukas Eichsler und den Jonas Dietrich, das sind absolut talentierte Spieler, die einzelnen Profile waren bei uns im Kader so noch nicht vorhanden, deswegen haben wir die Jungs zu uns geholt und wir erhoffen uns auch von den 3 Jungs eine hohe Bereitschaft und alle 3 bringen ein hohes Entwicklungspotenzial mit. Es war ja immer von vielen die Frage, wer wird Fricker ersetzen oder steht diese Frage noch? Wie sieht es vom Gefühl her aus? Also sicherlich wird es so sein, dass ihn jetzt nicht nur ein Spieler ersetzt, sondern wir sind schon noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger. Fakt ist trotzdem, dass wir das auf mehrere Schultern verteilen wollen und da sind wir auf einem guten Wege. Rund 100 Fans hatten sich am gestrigen Dienstagabend am Trainingsplatz der GGZ Arena eingefunden. Gespannt waren viele vor allem auch auf die Neuzugänge. Ebenfalls auf dem Platz standen 3 Probespieler, die der Verein nun intensiv testen wird. Cheftrainer Rico Schmidt war dementsprechend entspannt und motiviert. Wir haben heute gesehen, wie die Spieler aus der Kabine kamen, ja. Das erste Mal nach der Sommerpause. Wie war der Sommer? Sehr erholsam. Viel zu kurz.
Ja, Urlaub ist ja immer so, man wünscht sich das, man sehnt auch das auch ein Stück weit herbei und das, ich kann ja da auch erstmal nur für mich sprechen, das war eine sehr lange Zeit, das kannte ich jetzt auch so nicht 4 Wochen so am Stück und es hat sehr, sehr gut getan, auch mal so mit der Familie, auch mal andere Bilder aus dem Alltag rauszukommen, die Tanks wieder aufzuladen, seine persönlichen Tanks aufzuladen, auf andere Gedanken zu kommen und jetzt geht es wieder los und jetzt sind wir auch begeistert, ja, und wenn ich so in die Gesichter der Mannschaft gucke, die sind alle fresh, ja, also frisch, haben einen guten Talent und sind hochmotiviert. Wie wird man das jetzt angehen? Heute ist das erste Training hier, ja, auf dem Platz, die Jungs machen sich gerade warm. Wie geht man das an? Was sind die Ziele für die neue Saison? Ja, für diese Woche, also heute das, ja, im weitesten Sinne, deswegen haben wir auch die Zeit ja so zu tief in den, sag mal, Frühabend reingelegt, dass möglichst ein paar Fans, hoffentlich viele Fans des FSV auch die Mannschaft begrüßen und dass wir da auch so, wir treffen uns, wir wollen das auch gemeinsam weitergehen. Dienstag, Mittwoch im weitesten Sinne so eine Art Leistungsdiagnostik in unserem Rahmen, mit wenig Geld verbunden, praktisch ohne Geld verbunden, einfach mal zu überprüfen, wo ist unser Stand, muss keine Angst haben, aber so einen Stand und das dann auch in Folge weiter durchzuführen. Und dann sind wir schon im Thema Training, Fußballtraining, natürlich auch im athletischen Bereich und auch Spielen. Da starten wir ja das Startspiel in Grossen, beim TSV Grossen. Und das ist, freue ich mich auch schon, so dieses erste Startspiel bei einem sehr nahen Verein, wo es auch wirtschaftliche, aber auch sportliche Verbindungen gibt. Und das gehört ja auch mit dazu, dann auch in der Region Spiele zu machen, Grüner Mittelbach, in der CFC Hochburg, trotzdem dort auch mal Staub zu wischen, dass es auch ein FSV Zwickau gibt, dann in Steinbleis. Ja, und dann, wir haben ja 6 Wochen und das ist jetzt ja mehr als letztes Jahr, da hatten wir nur, glaube ich, 3,5 Wochen und das ist auch gut so und jetzt gucken wir, dass wir das so Stück für Stück dann ausbauen. Wie würden Sie es einschätzen? Letztes Jahr hat sich die Mannschaft ja komplett neu gefunden. Ja. Dieses Jahr haben wir ja ein paar andere Voraussetzungen, es ist ja trotzdem ein bestimmter Spielerstamm, da sind ein paar, ja, neue dazugekommen. Genau. Wie schätzen Sie das ein? Ja, wir haben, sagen wir, eine sehr, sehr gute Basis für uns jetzt gefunden. Ja, also ohne, dass die Bäume jetzt in den Himmel wachsen oder, sagen wir, die Gedanken, ist immer auch schwer, mit Zielen Ziele zu formulieren, weil wir nicht wir haben trotzdem einen Status. Wir nehmen 87%, wenn wir über nackte Zahlen nehmen, entsprechend 87% gehen mit in die neue Saison und das ist auch für einen Trainer gut, dass du nicht immer 10 neue Spieler und die 10 raus, die 10 neu, sondern wir haben jetzt punktuell an Qualität und an der Kaderqualität hinzuverpflichtet, um das System in der Tiefe und in der Breite zu stärken. Wir haben neue Profile mit dem Felix Pülker als so Zentrumstürmer nochmal eben eine andere Körperlichkeit, Startelf von Erfurt, wo sich auch andere Mitbewerber auch gekümmert haben. Der sich da auch für uns ganz bewusst entschieden haben, für das zentrale Mittelfeld. Das ist gut so. Ja, da haben wir auch eine Erwartungshaltung. Und mit Lukas Eichsler und Jonas Dietrich auch junge Spieler, die Entwicklungspotenzial haben, genauso wie die aktuellen Spieler. Ja, das ist ja, es sind ja viele zu einem Stammspieler gereift, wo sie in den Vereinen zuvor überhaupt, da waren sie noch immer Ergänzungsspieler teilweise. Ja, und das ist das Gute, was wir jetzt tragen wollen. So, sagen wir jetzt von diesen 41 Punkten wegzuspielen. Ich denke, das ist auch so in der Formulierung schon mal ein guter Ansatz und jetzt nicht mit Tabellenplätzen zu operieren oder wir wollen die Punkte schaffen, sondern das ist die Basis und das ist eine gute Basis, die wir dann relativ frühzeitig ja trotzdem für uns auch geschafft haben und dann davon wegzuspielen, neben natürlich auch für alle Zwickauer Fans den Sachsenpokal wieder anzugreifen und vielleicht auch unsterblich zu machen. Ne? Aber ansonsten Trainerteam, Sportdirektor, alles beim Alten. Alles beim Alten und das ist auch gut, eine sehr, sehr gute Nachricht, weil es geht wie in der Wirtschaft auch, es geht nur über Kontinuität. Dadurch gibt es auch mal ein paar Meinungsverschiedenheiten oder, ja. Das gehört auch mit dazu, aber eben dieses Rein-Raus, wie das eben auch der Fußball lebt, das ist immer das Geschäft, wird immer so allgemein gesagt, aber die Vereine, die dort kontinuierlich gearbeitet haben, sind dann immer trotzdem ein Stück weit auch voraus.
Dann wünschen wir den Jungs des FSV Zwickau eine gute und verletzungsfreie Vorbereitungsphase und halten sie natürlich weiter auf dem Laufenden. Und auch beim VfC Plauen gibt es Neuigkeiten. Der Verein steckt nun in den Vorbereitungen für den Start in die Regionalliga. Am kommenden Donnerstag soll aber dennoch erst einmal gefeiert werden. Der VfC lädt dazu ab 17 Uhr auf das Gelände der Werner-Poller-Stiftung in der Dobenaustraße 83 ein. Die Veranstaltung ist öffentlich. Willkommen sind alle Fans, Unterstützer und Sponsoren des Vereins. Der Eintritt ist frei. Am 29. Juni gibt es dann den Trainingsauftakt im Vogtlandstadion, gefolgt von einigen Testspielen zur Vorbereitung. Heute verkündete der Verein die nächste Nachricht. Felix Koppe wird ab sofort die Rolle des Geschäftsführers beim VfC Plauen übernehmen. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und Leidenschaft für den Fußball wird er das Team infrastrukturell auf das nächste Level bringen, so der VfC. Werbung. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns. Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Na, TV-Umstellung verpasst? Kein Problem, beim Pure Black Summer Deal. Hol dir gratis Kabelfernsehen in HD und Streaming nach Hause. Dazu gibt es Internet mit bis zu 500 Mbits. Jetzt zum Testsieger wechseln und dauerhaft sparen. Nur bis zum 2. Juli 2024 auf pure.com. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach einem hochsommerlichen Tag bewegen sich am Mittwoch die Höchstwerte nur noch um die 23 Grad. Mit einem Sonne-Wolken-Mix starten wir in den Tag. Ab dem Nachmittag frischt der Wind auf und die Wolken brauen sich zusammen. Später müssen wir uns dann auf Regenschauer einstellen. Am Donnerstag wechselt sich bei angenehmen 25 Grad die Sonne mit wolkigen Abschnitten ab. Mit Niederschlägen ist dann eher nicht zu rechnen. Am Freitag kratzen wir dann schon wieder an der 30-Grad-Marke. Sonnenschein dominiert das Wettergeschehen im Sendegebiet. Am Nachmittag ziehen sich die Wolken zusammen und es könnte den einen oder anderen Schauer geben. Auch der Samstag wird ein angenehmer Tag mit Spitzenwerten von 24 Grad. Nur harmlose Wolken schieben sich immer wieder vor die Sonne. Wir sagen wieder Danke, schön fürs Zuschauen, sind natürlich auch morgen wieder für Sie da und freuen uns, wenn Sie dann wieder einschalten. Bis dahin, tschüss.